guten Tag hier von Trier. Jetzt hier gerade mit dem Zug angekommen. Fahren jetzt los nach Saarbrücken. Na, jetzt erstmal raus aus Trier. Radweg gesperrt. Endlich am Moselradweg angekommen. Es ist hier echt ein Traum. Jetzt geht es aber auch nicht mehr allzu lang an der Mosel. Und dann wechseln wir an die Saar. Jetzt sind wir an der Saar angekommen. An der hangeln wir uns jetzt heute durch bis zur Brücken. Gucken, wir wollen jetzt bis Saarburg fahren. Da wahrscheinlich dann ein bisschen was essen. Dann sind es noch 80 Kilometer wahrscheinlich knapp bis nach Saarbrücken. Wie findest du den Weg? Schön. Schön am Fluss. Jetzt sind wir hier gerade in Saarburg. Richtig schöne Stadt hier. Wir haben jetzt gerade was gegessen. Ah, und jetzt geht's gestärkt weiter Richtung Saarbrücken. Also hier an der Saar fährt sich wirklich sehr, sehr schön. Richtig verrückt, wie rot dieser Stein ist. Mega. Gibt's überall kleine Wasserfälle. Richtig cool. Großes entsteht immer im Kleinen. Damit sind wir jetzt nun im Saarland. Schön ist es ja hier. Genommen, über den Berg gefahren, dann sind wir so eine Saarschleife jetzt hier nicht gefahren. Aber es ging aber schon ganz schön gut hoch und wieder auch krass runter. Jetzt haben wir noch knappe 35 Kilometer bis nach Saarbrücken. Und jetzt hier Pause auf einer Bank. Und da ist die Saar. Hier ist noch ein Zulauf. Von den letzten Regentagen gibt es hier genug Speicher scheinbar. Endlich kann man wieder auf dem Steinboden liegen. Diese Jahreszeit habe ich vermisst. Herrlich. Ja, jetzt sind wir mittlerweile schon in St. Louis angekommen. Sind es noch 25 Kilometer bis Saarbrücken, bis zu unserem Hotel. Aber jetzt hier gerade fahren wir wieder nicht an der Saar entlang. Was ist denn hier mit unserem Radweg? Oh nö! Sehr, sehr interessant. Gut, das hier kann ich nicht mit dem Gravel fahren. Aber das hier kann ich wieder fahren, ne?
Wow, da ist irgendwas ganz Komisches da drin. Warum macht man sowas? Hier wurde einfach unser Radweg nicht zu Ende gebaut. Was sagst du hier zu diesem Ereignis? Danke auch. Ah. Ein schöner Radweg. Schöner Radweg. So, jetzt sind es noch 3 Kilometer. Dann sind wir in Saarbrücken. Jetzt konnten wir die ganze Zeit hier eigentlich sehr, sehr schön an der Saar noch fahren. Es war sehr, sehr gut. So, jetzt müssen wir hier auf die Brücke. Hier führt nur eine Treppe hoch. Jetzt sind wir inmitten von Saarbrücken angekommen. Sowas liebe ich ja wieder. Und parkt er hier wieder zu, ey. Da vorne ist die Johanneskirche. Und da ist auch unser Hotel. So, wir haben hier unser lustiges kleines Bed and Bike Hotel. Mit dem Blick auf, wie hieß die Kirche jetzt nochmal? Ich weiß nicht genau. Ich glaube Johanneskirche. Morgen geht es dann weiter. Aber wir fahren nur eine Runde und kommen wieder hier hin. Ja, ist das dann ganz entspannt. Hallo, herzlich willkommen zu Tag 2. Da ist unser Hotel gegenüber von der Kirche. Jetzt geht's in Richtung Frankreich. Also eine kleine, lockere, entspannte Runde geplant. Ganz schön schick hier. In Saarbrücken. Auch die Radwege sind hier wirklich sehr toll ausgebaut in der Stadt. Kann man nicht meckern. Wir fahren jetzt gleich nach Frankreich. Wir müssten eigentlich nicht mehr so weit von der Grenze sein. Dann fahren wir an irgendwelchen Tümpeln und Seen vorbei. Und irgendein Moorgebiet soll da auch sein, soweit ich das bei Komoot richtig erkannt habe. Dann fahren wir nach Saargemünd und dann wieder an der Saar zurück nach Saarbrücken. 800 Meter, dann sind wir in Frankreich. Da ist das Frankreich-Schild. Wieder herrlichstes Wetter hier heute. Schönen Hügel hochfahren. Richtig gut. Schön aufwärmen. War dir kalt? Nee. Nicht, ne? Ist voll gut. Ja. Richtig schön hier. Und echt nicht viel los. Richtig cool. Mega cool. Schöne Stelle hier gefunden. Eine kurze Rast. Direkt an dem See. So, die Rast ist vorbei.
jetzt geht's weiter. Wie hat's dir gefallen? Sommerurlaubspause. Ja, ne, es war richtig warm schon. Echt cool hier. Ein lustiger Teich da. So ganz kleine Häuschen. Keine Ahnung, was man da machen kann. Die zu vermieten sind. Ob das Anglersachen sind. Seit wann schalten wir denn selber? Richtig traumhafte Wege hier. Jetzt sind wir hier in dem Moorgebiet angekommen. Schöner See. Da die Häuser, die hatten einen richtig coolen Ausblick nur auf den See. Hier war scheinbar mal ein Campingplatz. Hat man überall noch diese Außensteckdosen gesehen, aber sah alles nicht mehr gepflegt aus. Scheinbar geschlossen. So, wieder eine kurze Pause hier auf ein paar schönen Bänken. Also diese Bänke sind sehr bequem. Es wird sehr schwierig hier je wieder aufzustehen. Richtig cool. So, es geht weiter. Hier wieder ein super schöner Radweg. Voll cool. Wir fahren tatsächlich sogar noch einige Kilometer hier in Frankreich, weil wir erst wieder ein paar Kilometer vor Saarbrücken nach Deutschland wechseln. So, jetzt sind wir in Saar-Gümnes, wie auch immer man das ausspricht. Sollte es in so einem Kilometer oder so ein Supermarkt geben. Da ist mir dann eine Kleinigkeit. So, da hinten war gerade der Supermarkt. Da haben wir ein Baguette gegessen hier. Ja, und jetzt geht's weiter. Hier sind wir direkt an der Saar. Der folgen wir jetzt nur stracks bis nach Saarbrücken. Verrückt ist, dass auf diesem Fahrradweg hier einfach 20 km/h Höchstgeschwindigkeit ist. Super schön. Hier sind auch super viele Angler. Echt verrückt. Scheint hier wohl ein großes Fischgebiet zu sein. Da ist Deutschland. Es scheint, als wäre hier immer noch Frankreich. So, es scheint, alles sind wir wieder in Deutschland. Jetzt haben wir noch 5 Kilometer. Dann sind wir zurück am Hotel. Die Route heute, die kann man echt nur weiterempfehlen. Die war echt wunderschön. Schön ruhig. Entspannt. Viele verschiedene Wege. Und kaum Autoverkehr, fast ausschließlich Radwege, war schon echt top. Richtig Spaß gemacht.
So, jetzt sind wir zurück in Saarbrücken. Noch ein paar Meter. Immer noch hier an der Saar. Ist hier eine coole Parkanlage. Direkt an der Saar. Aber keine vernünftige Auffahrt für Radfahrer. Naja, kriegen wir auch so hin. Jetzt erst Stadt. Sowas liebe ich ja. Jetzt haben wir nur noch 900 Meter und bisher schön idyllisch gefahren. Traumhaft. Jetzt sind wir wieder zurück in Saarbrücken. So, ein neuer Morgen in Saarbrücken. Heute aber der letzte Tag von der Bikepacking-Tour. Wir fahren jetzt Richtung Kaiserslautern. Es war eigentlich geplant, dass wir zur Mosel wieder zurückfahren. Jedoch haben wir gestern Abend festgestellt, dass der RE von Trier nach Koblenz scheinbar am Samstag nicht fährt. Ja, glücklicherweise wird das vorher geguckt, weil sonst wären wir wieder mit dem Zug zurück nach Saarbrücken gefahren. Das ersparen wir uns natürlich. Wir fahren einfach jetzt direkt nach Kaiserslautern. Ja. Heute wieder bepackt. Das ist der Vorteil, wenn man in einem Hotel bleibt. Kann man einen Tag ohne Taschen fahren. Also man muss dem Saarland lassen. Die Radwege hier sind echt toll. Super schöner Weg. Echt cool. Wieder niemand hier. Ganz allein hier unterwegs. Super geil. Sind wir gerade durch Limbach durchgefahren. Jetzt haben wir noch knapp 45 Kilometer, glaube ich, auf der Uhr. Dann sind wir schon in Kaiserslautern. Der Plan ist es, heute um 2 Uhr in Kaiserslautern den Zug zu bekommen. Dann sind es irgendwas über 3 Stunden. Dann sind wir zurück in Euskirchen. So, wir sind jetzt hier in einem Café, machen jetzt ein kleines Päuschen. Kleinen Kakao, Nussschleif von Pezi, Apfelschorle, sagen die hier. So, jetzt haben wir Bruchhof verlassen, wo wir den schönen Boxenstopp in der Bäckerei hatten. Jetzt ist sogar die Sonne da. Herrlich. So, wir verlassen das schöne Saarland. Und sind zurück in Rheinland-Pfalz. Immer noch Gegenwind. Wir machen es einfach. Wir sind raus aus dem Bundesland. Alles Große fängt mit einem Kleinen an oder so. Eine sehr schöne Allee hier. Uns gerade dieses große Flugzeug vom Militär überholt. Das war wirklich sehr, sehr nah dran. So, jetzt sind es noch knappe 15, 16 Kilometer nach Kaiserslautern. Da haben wir es geschafft. Kaiserslautern. Hey. Muss das nur noch mit den Zügen passen. Alles. Den angenehmen Teil der Rückreise haben wir jetzt. Jetzt kommt der unangenehme. Bahn fahren.
So, zurück in Kreis Euskirchen. Ja, die Fahrt, die hat halbwegs gut geklappt mit dem Zug. Eine Verspätung hatten wir, sodass wir in Bonn unseren Anschlusszug nicht bekommen haben. Aber gut, halb so schlimm. Da ist zum Glück ein halbstündlicher Verkehr und dann haben wir den nächsten genommen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.